Chronicles. Accessing file number 2498-1149 RC. Biohazard. The outbreak occurred in the summer of 1998. It started in the American Midwestern town of Raccoon City and brought hell to Earth. The T-virus was developed as a biological weapon, proliferating amongst the unsuspecting public. It metamorphosed them into living death zombies. Umbrella's mission statement had always been preserving the health of the people. But beneath this bright statement lurked the shadow of Oswell E. Spencer's ambition. End of filing concerning the outbreak incident in Raccoon City. The truth behind the rise and fall of Umbrella is something to which only a select few are privy. The beginning of the end started on the outskirts of Raccoon City in the Arklay Mountains. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil The Umbrella Chronicles. Das hier ist ein Resident Gun-Shooter, den The Umbrella Chronicles kennen bestimmt schon manche. Darum geht es, viel zu erschießen und auch zu treffen. Schwierigkeit normal. Ich wollte zuerst Resident Evil The Umbrella Chronicles spielen und dann The Darkseid Chronicles. Ich hoffe, dass ich gut genug bin, um hier auch die ganzen Bonus-Szenarien zu zeigen, wie das von Hank, Ada und Co. Ich werde erst, also jeweils einmal die Story spielen und dann, wenn das erledigt ist, die Nebenhandlungen. Und der Ton ist mir gerade ein Tacken zu laut, den muss ich etwas leiser machen. Audio-Einstellungen. Ja, so ist schon viel besser. Geht mal gerade mal sowas von nicht. So ist schon viel besser. Datenmenge Speicherung ohne weiteres bla bla bla. Fangen wir auch an mit Zugangleisung. Ach ja, hier seht ihr ja erstmal Level 1, Level 2, Level 3. Seht ihr jetzt mal hier den, wie heißen die Dinger hier nochmal? Heftzwecken, ne? Und hier ist dann jedes Mal, quasi Nebenstory. Nur manchmal ist ja auch nichts, das muss man sich erst verdienen. Aber dazu später mehr. Ich spiele, ja, mit Rebecca, denn sie ist Alter 18, Bluetooth, das kann ich nicht lesen. Sie ist 161 cm, meine ich. Und Gewicht wiegt 42 Kilo, meine ich. Boah, das kann man kaum lesen. Ah ja, ich spiele mit ihr, natürlich. Nicht, dass ihr denkt, ich cheate, die Pistole hat hier im Spiel unendlich Munition von Anfang an, ne? Und je länger man mit der Waffe, mit hier der Sekundärwaffe hier quasi nicht schießt, kriegt die in der nächsten Mission mehr Munition. Und wir legen direkt los. Und zum Intro. Ach ja, und hier noch ein kleines Secret. It was a stormy night when the leeches overwhelmed the Ecliptic Express. The Special Forces unit sent to investigate the area reported an emergency, but the announcement was suddenly cut off and followed only by silence. Enter the STARS unit member, Rebecca Chambers. Umbrella has been at the center of my plans for a long time, but the train incident would prove to be the beginning of the end.
Stars here. Is anybody there? Stars here. Is anybody there? Can we put a hold on the whole arresting me thing? We have bigger things to worry about right now. Und da geht's auch schon los. Richtig, wie feminine Offizieren. Ja. Ja, mit B kann ich schießen. Ist mir schon klar. Ja, danke, ja. So, jetzt zeige ich euch auch mal, wie man die schön die Waffe. Ja. Scheiße. We'll worry about that later. For now, better get to safety. That'll be easier said than done. Yeah, like that. Oh. Yeah, here took man the. Let's head upstairs. Heilsachen. They're on the stairs too. Yeah, danke. Oh, bigger. The train. It's moving. Who's driving this thing? How the hell would I know? You better go find out. Ah, scheiße. Ja, das sind Granaten. Dankeschön. Und da. Da und das hier. Die braucht man, um einen besseren Rang zu kriegen. Das sind so Hintergrundinformationen. Die sind, was heißt wichtig, aber. Wenn man da hier kein, was sag mal schnell, sagen wir kein A- oder S-Rang erzielt, kriegt man manchmal nicht eine dieser Nebenstories. Und das ist ziemlich ärgerlich, weil das ist anstrengend an der Zeit. Weil du guckst, da war einer und dann hast du es zu sehen, dann ist er nicht mehr da. Deswegen sind die Granaten, finde ich, da manchmal sehr hilfreich. So, ja, und hier die kleinen Blutegel, die macht man am besten hier mal mit Messer kaputt. Kann man auch mit Pistole, aber ist einfach nur nervtötend. So wie das hier. Ja. Ja, komm schon noch. Boah, noch mich gekriegt. Ja, komm schon. Ja, hier diese Egelmänner. Komm schon, geht kaputt. Fand ich schon immer eklig. Oh, gehen wir mal los. Push. We can't take them all down. Head to the ladder. Ja. So. Das erste Hilfespray, das wird automatisch benutzt, wenn man. They're here too. We don't have much choice but to keep going. Wenn man quasi gestorben ist. Das ist quasi so eine. Ja. Extra Leben. What's going on here? Beats me. Never seen anything like this. Ja, ich schon. Ich hab Resident Evil 7 durchgespielt, deswegen kenn ich das schon.
Komm. Aber ich hab da gerade was im Baum liegen lassen. Ach, Granaten. Die werden immer gerne leben. Ja, aber Zero war von... Na, ich weiß nicht. Ich mochte den... Also, Resident Evil Zero war nie so mein Fall. Hatte schöne Geschichte, aber... Deswegen. Das so schnell wie es geht, hinter sich springen. Zero war kacke. Der Rest davon... Ja. Oh, wir sind nicht mehr ums Leben. Geh weiter. Neu. Ja. Da kann man sich leider nicht entscheiden. Der Computer, aber es läuft von alleine. Yeah. Gegnertreffer 443. Kritische Treffer 0. Zerstörte Objekte 89. Weil die Objekte zu zerstören, ist, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, sehr wichtig, damit du A. Hintergrundinfos kriegst und B. Sinkt deine Gesundheitsaufzeiger 0, bist du tot. Sehr schön, und du startest am Checkpoint Nummer 9. Aber das ist ja selbstverständlich. Einige Türen sind zerstörbar und verwenden geheime Wege. Über diese kannst du Gefahren umgehen. Ja, müssen wir die Family schützen. Das ist eigentlich eine sehr coole Sache. Also jetzt. Ah, ist das, Bulle. And how exactly did you get here? I was being transported when we were attacked by monsters. All the guards were killed. So you figured it was the perfect chance to make your escape, huh? Well, not on my watch. I just saved your ass back there. You still want to arrest me? Ah. Nein! Scheiße! Blöde Arschkappe! Nö, hier ist nicht! Nein, scheiße! Okay. Ja, das ist ziemlich cool, du kannst hier auf diese Sache auf. Puh, aber ist aber knapp. Das ist doch nichts. Ein Umbrella-Soldat. Ah, die. Aber ich will ja nichts verraten. War da nicht was? Ah. Und hier im Spiel gibt es auch Quicktime-Events. Finde ich, um ehrlich zu sein, ziemlich cool, die Quicktime-Events. Something's above us. Time to fall back. We can't just stand here. We have to take it down. Oh man, ich bin beschäftigt, du Arschloch. Mann, ich war beschäftigt. This way. All right. Ah.
Ah, scheiße. Ah, was ist das denn für ein hübsches Loch? Das kostet bestimmt ein paar Euro, so zu hier reparieren. What the fuck? Ah, was mache ich denn? My shots are just bouncing off! Sehr, du Schwanzflutscher! Aim for the head! Concentrate fire! Ja, Feuer konzentriert! Also, angegreift, ja, du kleiner Schwanzflutscher! Keine Kanalratte, du. Okay. Auf jeden Fall ist ein bisschen pervers, aber sein Schwanz ist besiegt. Abschalt! Ah! Holst du ihn doch wieder raus, den Lümmel? Ah! Ja, manchmal ist es auch das. Da habe ich auch schon manchmal geschlafen und da hat er mich so erwischt. Halt schon! Hab noch einen Reiser, ist richtig tot. Hui! Papa ist aber knapp. Oh, oh, das ist tot. Da, aber ich denke, ich habe schon Dateien vergessen. Also ich denke mal, dass ich schon Dateien vergessen habe. Ah, 4 Dateien. Mixed, ja, Notiz zur Gründung der Umwelle erhalten, Geschichte über Umwelle erhalten, Profil von Billy Cohen, Profil Bemerkung zu Stingers erhalten. Zugentgleisung Teil 2 ist jetzt freigeschaltet. Und ihr seht ja unten hier die Sterne. Die Sterne sind dafür da, um die Waffen abzugraden. Also ich mehr Munition, größere Schadensreichweite, das Magazin ist größer. Was weiß ich, schon voll lächerlich ist. Oder besser gesagt, schon lächerlich groß ist. Ne? Das ist ja mal wieder auch so eine Sache. Ja, das war's jetzt erstmal für den ersten Part. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Part. Lasst Kommentare, Anregungen da. Ein paar Likes wären auch sehr nett. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.